Sinn hat zur Inorgenta 2020 zwei Uhren vorgestellt. Die 158 und die 104 STSA. A, B, E. Eine Wahnsinnsbezeichnung. Die 104 habe ich mir gekauft, natürlich nicht nur wegen der Bezeichnung, und dazu gibt es in den nächsten Tagen ein Video. Die 158 durfte ich vor Ort bei Sinn am Römerberg filmen und um die geht es heute. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wenn ihr von Süden nach Frankfurt reinfahrt und links die Hochhäuser liegen seht, müsst ihr euch übrigens daran orientieren, wenn ihr zu Sinn wollt. Ja, die 158 von Sinn ist heute das Thema. Eine unglaublich tolle Uhr, wie ihr hier sehen könnt, die mich echt geflasht hat und für die ich den Preis auch durchaus angemessen finde, die mir am Arm aber leider subjektiv etwas zu groß war. Die Daten blende ich euch hier ein, dann könnt ihr es genau nachlesen. Im Wesentlichen soll es aber heute um einen bildhaften Eindruck gehen. Insofern werde ich also jetzt in der Hauptsache die Filmchen, die ich gemacht habe, laufen lassen und kommentieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt übrigens meinen Kanal abonnieren, macht die Glocke an und verpasst keines meiner Videos mehr. Jetzt aber zur 158. Die 158 ist eine wunderschöne Uhr in der Tradition der Tag Heuer Bundeswehr. Ich werde mich bemühen, dazu demnächst auch mal ein detaillierteres Video zu machen zu der Geschichte dieser Uhr. Die Uhr selber ist sehr schlicht gehalten in einem wunderschönen matten Schwarz mit einer roten Stoppsekunde und einer roten Minutenanzeige der Sekunde. Das Gehäuse ist perlgestrahlt und wirkt damit sehr technisch matt, was ich gut finde. Die große Krone ist ausgesprochen griffig und ich vermute, es ist dem Original geschuldet. Nicht bündig mit dem Gehäuse abgeschlossen, sondern steht ein klein wenig ab, was dem Bedienungskomfort sehr entgegenkommt. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich hier um ein Vorserienmodell mit der Nummer 000. So eine Uhr hatte ich auch noch nie in der Hand. Die Folie auf dem Boden ist deshalb, weil es sich um ein Ausstellungsstück handelt und ich wollte sie nicht einfach so abziehen. Was hier deutlich wird, ist, dass das Gehäuse ganz offensichtlich eine Neuentwicklung ist. Es ist weder eines der klassischen Gehäuse, die bei der 103 anzutreffen sind, noch die Gehäuseform der Finanzplatzuhren oder der U-Modelle. Die Stoppfunktion funktioniert ganz normal, Start auf den Drücker auf 2 Uhr, Stopp ebenfalls den 2 Uhr Drücker und Rücksetzen über den 4 Uhr Drücker. Nichts Außergewöhnliches insoweit. Die Lünette ist tiefschwarz, ohne metallische Kanten oder metallische Rahmen und lässt sich in beide Seiten stufenlos verstellen mit spürbarem Widerstand. Das habe ich so bei einer Sinnuhr auch noch nicht gesehen. Es mag sein, dass einige Military-Modelle diese Variante der Lünette haben. Ich selber hatte noch keine solche am Arm. Am Arm trägt sie sich sehr, sehr angenehm, auch wenn sie mit ihren 43 mm mir, wie gesagt, subjektiv etwas zu groß ist. Ich finde es eigentlich ziemlich schade, denn es ist eine wunderschöne Uhr, insbesondere auch die schwarze Lünette, die fast ansatzlos mit dem Gehäuse abschließt, gibt eine für mich sehr, sehr schöne Seitenansicht und auch die Frontalansicht auf die Uhr drauf ist sehr, sehr passend und wirklich, wirklich gut gemacht. Auch wenn wir ins Detail gehen und uns die Uhr dann unter dem Makro etwas angucken, kann man erkennen, dass die Uhr sauber verarbeitet ist und nicht nur als technische Uhr, sondern beinahe als Uhr für jede Gelegenheit ihre Anwendung finden kann. Hier können wir noch einmal rechts am Rand erahnen, dass die Krone tatsächlich nicht ganz bündig abschließt. Hier wird es deutlich, sie ist also nicht gezogen. Man sieht auch, dass der Tubus etwas raussteht. Das ist gewollt so und ich finde das wirklich angenehm, weil sich die Krone, die im Übrigen auch sehr groß ist, hervorragend bedienen lässt dadurch.
Der Gehäuseboden ist etwas ausgestülpt und wölbt sich ein klein wenig nach unten, wodurch die Uhr trotz ihrer relativen Höhe gut tragbar ist. Der Boden ist mit 4 Schrauben gesichert, beziehungsweise es ist das gesamte Gehäuse, was hier zusammengehalten wird. Und die Hörner sind durchbohrt, wie bei vielen technischen Uhren von Sinn. Insgesamt ein sehr gelungener Entwurf, den ich mir mit Sicherheit geholt hätte, wenn ich mich ob der Größe nicht ganz so unwohl gefühlt hätte. Hier seht ihr noch einmal wunderschön die Drücker und den Kronentubus von unten, wie er sich in das Gehäuse einpasst. Eine wirklich tolle Uhr und wie ich finde, ein sehr gelungener Entwurf von Sinn. Ja, meine 104 stelle ich euch dann in den nächsten Tagen vor, etwas ausführlicher als hier und vielleicht auch mit etwas besseren Aufnahmen. Das hier war, wie gesagt, bei Sinn im Verkaufsraum gemacht, sodass ich das relativ schnell machen konnte und auch nicht so viel experimentieren konnte, wie ich es zu Hause mache. Wenn es euch gefallen hat, freut mich das, hinterlasst einen Kommentar und freut euch auf das nächste Video. In diesem Sinne, euer Watchmaxer.